Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang 2 am Fluss der Zeit, beziehungsweise in dem Ritualraum von Magister Bruckbart der Zeit. Oh, auf einmal kommt ein Autosave, in dem irgendwas Interessantes passiert sein soll, weil, ne, ihr seht's hier, Magister Bruckbart hat sich ein bisschen verzaubert und einen Riss in irgendeinem Gefüge herbeigewirkt, sodass wir jetzt auf irgendwelche Kreaturen des Limbuses treffen werden, anscheinend. Ich hole mir zur Sicherheit mal lieber noch Carsten dazu. Und lade mit Vorkrim vor. Nicht, dass wir gleich angegriffen werden und dann von einem Zand weggehauen werden. Das wäre nämlich nicht so schön. Bitte was? Bitte was? Feuergeister. Das missglückte Experiment. Über dem Magierturm steht ein unheilvoller Wirbel. Ist es Magie? Die Büttel halten jedenfalls auf Befehl ihres Hauptmannes den Weg zum Turm abgeriegelt. Finde Magister Bruckbart, besiege die Feuergeister. Oh. Ja, gut, dann machen wir mal. Ich würde sagen, hier, jeder kriegt einen. Ja! Yeah. Können wir den Feuergeistern, wie viel Leben haben die? 50. Kannst du dir eine Wunde zufügen? Na. Wahrscheinlich nicht, aber probier's mal mit Gemütlichkeit. Und Carsten muss es halt irgendwie. Attacke! Alleine hinkriegen. Los! Ja, Jakon, brüll mal nicht so. Eieieiei. Brandsalbe wäre da wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wie sieht denn das aus? Hat jeder einen Gegner? Nein, du greifst mich an. Der muss gegen drei kämpfen, das ist nicht gut. Guano kämpft gegen einen von denen. Vorkrim kämpft dann gegen den anderen. Ja. Und Carsten auch, okay. Ach nee, der kämpft gegen den. Der auch den Haupt... Greifen fast alle den Hauptcharakter an, Alter. Eieieiei, na das kann ja spannend werden. Das mit deiner Wunde hat ja nicht so gut funktioniert. Probier's nochmal. Ja. Du machst mal hier Finte. Boah. Ja stimmt, wenn die Feuergeister explodieren, hau dir ja nochmal so eine Explosion raus, ne? Eieieiei. Versuch dich mal noch zu heilen, irgendwie. Ja. Oh, mit dem ganzen Gebrenne. Eieieiei. Das sieht echt nicht gut aus. Ja. Komm schon. Was? Wir stehen halt alle beieinander. Komm schon, heil dich. Ja, sehr gut. Das war äußerst knapp, dann versuch nochmal Kua. Nee, komm, scheiß auf Kuano. Heil Vorkrim, das ist unser Kämpfer. Der muss überleben. Weil wenn der weg ist, dann könnte es echt schwierig werden. So. Oh, sag nicht, es kommen noch mehr Feuergeister. Die haben alle kritische Wunden. Oh nee, jetzt kommt ein großer Feuergeist. Ich sag's doch. Na, großartig. Wir müssen... Heil mal bitte Jakon. Wir müssen irgendwie die kritischen Wunden wegkriegen. Na? Vorkrim im Nahkampf. Gegen den großen Feuergeist. 65 Leben. Eieieiei. Mit so wenig Leben wird das auf jeden Fall spannend. Ja. Guano kann im Moment auch nicht wirklich was machen. Mach mal hier Sternenwurf. Ja. Und Jakon, mach mal Armatrutz. Solange du noch nicht schläfst. Armatrutz. Sternenwurf. So. Jakon ist wahrscheinlich eh gleich weg. Du heilst Vorkrim. Was? Guano muss den angreifen.
Wunde wird nicht funktionieren, das sage ich dir gleich. Aber Finte bringt's auch nicht wirklich. Wie? Attacke! Kann Jakon vielleicht wenigstens noch ein bisschen Schaden austeilen, bevor er dann weg ist. Eieieiei. Hier. Hat der Regeneration dadurch wenigstens gegen Brennen? Ich glaube, Jakon hat's dann erwischt. Du heilst Vorgrim, bist dann wahrscheinlich aber selber gleich weg. Was? Aber wie gesagt, Vorgrim ist der Einzige, der gescheit Schaden austeilen kann mit Carsten. Weil der krasse Zaubersprüche hat. Und meistens keine Aggro. Magischer Ring, unidentifiziert. Ihr lebt! Da fällt mir nun wirklich ein Stein vom Herzen. Euer Verschwinden hätte ich wohl nur schwer erklären können. Oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Ich habe schon kaum mehr zu hoffen gewagt. Nach dieser langen Zeit hatte ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Wie lange warst du denn jetzt hier, ne? Und so. Woher die Sorge? Ich war doch gerade mal mit dem 10. Teil einer Stunde fort. Hoffe ich. Natürlich lebe ich. Und was heißt lange Zeit? So lange hat der Kampf nun auch nicht gedauert. Also Athenas Ketten, ihr, also ich, in eurer Abwesenheit sind einige Stunden vergangen. Ich habe mehrere Stunden gegen diese scheiß Feuergeister gekämpft. Ich muss voll dehydriert sein. Also vollständig. Wie, ihr wollt mich wohl verkohlen? Was, also ich verstehe nicht. Wie ist das möglich? Jetzt wo ich darüber nachdenke, kann dies nicht mit eurem Schild zu tun haben, Meister? Natürlich. Der Limbus-Schild. Er muss wohl auch die Sphäre der Zeit berührt haben. Als wir Magister Bruckbart vorfanden, sah es so aus, als wäre er eingefroren. Ebenso der eingeschlossene Feuergeist. Kann es sein, dass es vollkommen egal ist, welche Gesprächsoption wir auswählen? Während wir in seinem Inneren den Feuergeist banden, floss die Zeit außerhalb des Schilds in ihrer gewohnten Bahn. Das ist der einzig erklärliche Grund. Wahrscheinlich haben wir uns so schnell um die Erdachse bewegt, dass es dann eben die Zeit angeglichen hat, weil wir uns der Lichtgeschwindigkeit genähert haben, ne? Relativitätstheorie und sowas. Mag sein, jedenfalls ist das Feuervieh erledigt, hoffe ich. Der Aufruf vor dem Turm hat sich ebenfalls gelegt. So etwas ist doch Humbug, völlig unmöglich. Ja, so muss es gewesen sein. Hoffen wir, dass nur die Sphären des Feuers und der Zeit berührt wurden. Ich konnte die ganze Sache in Frieden klären. Es war ja genug Zeit. Und nicht nur das. Sondern? Nachdem ich Yesiniane aus meiner Stasis befreien konnte, war ich darum bemüht, den Riss zu den Sphären zu versiegeln. Doch musste ich auch den zweiten Schild aufrechterhalten. Schließlich wart ihr ja noch dort. Ja, vielen Dank. Das Elementar hätte entkommen können. Und nachdem wir viele Stunden euren meisterlichen, wenn auch verlangsamten, Kampf beobachtet hatten, waren wir zuversichtlich, dass ihr den Sieg davontragen würdet. Ach, da hättet ihr nicht warten müssen. Ist auch klar, dass ich gewinne immer. Außer vielleicht gegen einen Zand. Beim ersten Versuch. Auf Level 5. Das ist ja alles schön und gut. Und ich bin euch auch dankbar. Aber dann verdanken wir uns gegenseitig unser Leben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun, dann habt ihr sicher nichts dagegen, wenn ich weitermache. Also, wo war ich? Ach ja. Lass es bitte mal ruhig angehen, ja? Der Wissenschaft und natürlich auch mir und der sterblichen Welt einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Und aus diesem Grund sehe ich mich dazu veranlasst, euch wie folgt zu entlohnen. Ich bin gespannt, den Ring darf ich doch behalten, oder? Dieser Magierhut, nehmt ihn als Belohnung. Ach du Heilige. Ihr könnt mit Fug und Recht stolz auf euch sein. Ach. Euer Lehrmeister gewesen sein zu dürfen, wird mir stets als besondere Ehre in Erinnerung bleiben. Ach du Heilige, der sieht da grandios aus. Ich freue mich, kann ja gleich ein Magika-Let's Play machen. Hab Dank, Magister Puckbart. Nein, ich habe zu danken. Tja, was soll ich sagen? Ich werde hier wohl erstmal Ordnung schaffen müssen, bevor ich meine Forschungen fortsetzen kann. Lasst euch aber nicht davon abhalten, mich hin und wieder zu besuchen. Das werde ich gerne machen. Wahrscheinlich werde ich dann wieder von einem Schlamassel in den anderen geraten. Ich freue mich drauf. Ein heilloses Durcheinander ist das. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Wo fange ich jetzt an aufzuräumen? Mal überlegen. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Das Labor sieht doch aus wie immer, Meister. Ach, was weißt du denn schon? Hilf mir lieber, Ordnung zu schaffen. Geh nach oben in mein Arbeitszimmer und hol mir die Liste mit dem Laborinventar.
Ich muss herausfinden, was alles zu Schaden gekommen ist. Wie ihr wollt, Meister. Mal sehen, ob alle meine Schriften und so, Rezepte überstanden. Diese Zündelgestalten machen keinen Ärger mehr. Und meine Utensilien. Also, was ich noch sagen wollte, wir sind jetzt hier in den Magisterraum und haben den Feuergeist besiegt. Und das war ein ganz harter Kampf. Alter, dass die alle durcheinander reden müssen. Und Bauchredner-Man ist auch wieder am Start. Ein Besuch bei eurem Lehrmeister? Was kann ich für euch tun? Kommt ihr meinen Rat zu? Kannst du mir was beibringen? Handeln? Ja, zeig mal. Ob du inzwischen Kampfmagier-Kappe, wow, ob du irgendwas Interessantes hast. Irgendwas mit ein paar Buffs vielleicht. Also, auf natürlich Rüstung und, hier, Eigenschaften und sowas. Vulkanglasdolch. Alter, ich hatte vorhin noch mit Skyrim angefangen und dann das hier. Aus schwarzem Vulkanglas geschliffener und durch magische Rituale unzerbrechlich gemachter Fokus der Arkankraft eines Druiden. Dolch, 1W plus 5. Nicht schlecht, aber kostet entsprechend viel. Wir haben 200 Dukaten, wo haben wir das ganze Geld her? Ein Degen, Stab der Schlange, boah, Magier, Rapier, Magier, Stab, was haben wir eigentlich? Vorgrim hat eine Ogerkeule, was hast du für eine Waffe? Was für ein Stab? Seelensplitter mit Astralenergie plus 10. Mhm. 1W plus 2. 1W plus 3, aber kann man uns eh nicht leisten. Und noch ein Vulkanglasdolch. Naja. Kuano. Ja. Kannst du eventuell... Ich mach das. Naja. Davon hätte ich mir jetzt eigentlich mehr erwartet, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber immerhin etwas, ne? Darüber sollte man sich nicht beschweren. Ein Wunder, dass hier die ganzen... Bücher überstanden haben. Wozu, wenn er sich hier Feuergeister erschafft und so, wozu braucht er dann da noch einen Ofen eigentlich? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie wir vier rostige Nägel und zwei Pfeile brauchen, einfach weil man es dann hat. Starker Schnaps. Den kann man jetzt gut gebrauchen. Nach da oben können wir nicht zufällig... Nein. Ja, und hier ist... Auch nicht wirklich viel mehr. Das haben wir alles. Ein bekommt ihr meinen Rat zu. Nö, vielen Dank. Dann machen wir uns mal wieder auf. Das war ja ein sehr interessanter Kampf. Und falls ihr, vielleicht erinnert ihr euch ja noch, als wir... Ja, ich glaube, das war auch in den Feuerfällen. Da haben wir ja auch ständig gegen Feuergeister kämpfen müssen und die, boah, mit den Explosionen am Ende und den ganzen Feuer und Brennen und so, die sind doch schon recht gefährlich auf lange Zeit. Tretet ein. Leider ist Magister Bruckbar zurzeit beschäftigt. Oh, du bist es. Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Natürlich. Ich möchte mit dir über den Blutwolf reden. Ich habe schon davon gehört. Ein Werwolf treibt sein Unwesen in Nadoret. Meinst du, der Blutwolf ist daran schuld? Ich weiß es nicht. Entweder der Wolf hat ihn gebissen, oder er hat den Wolf gebissen. Aber auf jeden Fall solltest du Nire von der Wache helfen, dem Treiben dieses Ungeheuers ein Ende zu setzen. Das werde ich tun. Ich denke darüber nach. Danke für deine Hilfe. Oh, du bist es. Kann ich... ich will es versuchen. Können wir da noch irgendwas anderes fragen, was wir... Das haben wir schon mal gefragt, nein, ne? Nie gehört. Wieso fragst du? Was? Das ist in der Tat merkwürdig. Blablabla. Oh, du bist es. Ich glaube, ja, das haben wir alle schon mal gefragt. Ich habe nichts dagegen. Über was genau? Nix. Schade. Vielen Dank. Man sieht sich. Haust rein, ne? Das Angebot, dass du mitkommst, steht immer noch, ne? Nicht vergessen. Wir könnten dich bestimmt schön auf dem Schiff gebrauchen bei dem Kampf mit noch einem Magier. Ja, ich weiß nicht. So, wir verschwinden von hier mal. Und eigentlich wollte ich nur mal kurz Hallo sagen gehen und dann das. Na, das da kamen wir gerade im richtigen Moment. Und mal schauen, ob die es wirklich geschafft hat, die ganzen Leute hier zu vertreiben. Vor allem den ganzen Dorfbewohnern, die langsam, glaube ich, wirklich sehr aufgebracht und wütend auf den Magier werden. Was ist das?
Gullmund. Ja, komm, lassen wir das mal liegen. Mit Alchemie haben wir bisher ja eh noch nicht wirklich was am Hut. Wir müssen da noch langsamer wieder zu... Wir müssen sowieso zu Hauptmann Nirulf. Doch einen Bären kannst du mitnehmen, weil die kann man ja für Tränke und so gebrauchen. Wir müssen sowieso ja noch zu Meister Nirulf, genau wegen dem Werwolf und so. Und dann können wir, wenn wir bei dem sind, auch wieder ein bisschen skillen. Die Frage ist nur, wo gehen wir jetzt hin? Da ist ein Schatz, ja, dann... Von der Schatzkarte. Können wir uns die Schatzkarte ansehen? Auf dieser kleinen Schatzkarte ist ein Ausschnitt aus einer Landschaft zu sehen, zusammen mit einigen gekritzelten Notizen. Eine Struktur am Rande der Karte muss wohl eine Stadtmauer mit einem Turm sein, die auf einem Felsen steht. Dahinter ist ein großes Gebäude mit einem Praios-Symbol darauf eingezeichnet. Zwischen der Stadtmauer und ein paar bewaldeten Felsen führt ein Pfad entlang, auf dem mit einem X eine Stelle nahe der Stadtmauer eingezeichnet ist. Das könnte doch ganz in der Nähe sein. Okay. Dann begeben wir uns einmal auf Schatzsuche, ne, Stadtgottes? Verzeiht, aber ich muss hier aufpassen. Nochmals vielen Dank, dass du mir damals den Weg zum Magierturm erklärt hast. Das war doch der, ne? Bleichmond, eitriger Krötenschemel, davon nehmen wir am besten gleich 3 Stück. Da scheinen wir wohl nicht die Einzigen zu sein, die so eine Karte haben. Wieder ein paar Einfallspinsel erwischt. Herr mit den Dukaten, wenn euch euer Leben lieb ist. Na, großartig. Und ihr wollt uns das noch verkaufen? Kein Wunder, dass ihr uns das geschenkt hat. Wir würden wahrscheinlich auch irgendwelchen Fremden, die einen Unfall oder so hatten, bei einer Zombie-Apokalypse helfen. Diese Halunken sind plötzlich aus dem Gebüsch gedrungen und wollen mich und die anderen Schatzsucher ausrauben. Wenn die Kerle sich das nicht mal zu einfach vorgestellt haben. Ja. Du, komm. Lass stecken, Junge. Vor Grimm. Ich sagte. Vor Grimm, erledige das mal bitte. Oh, sehr schön. Und tschüss. Die Kartenhändlerin ist abgeschlossen. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen Schatz hier. Na, gern geschehen. Den Zwölfen sei Dank. Ihr habt diese Halunken in die Flucht geschlagen. Würde mich nicht wundern, wenn die mit dieser Betrügerin unter einer Decke steckten. Meint ihr etwa diese Kartenhändlerin? Wie hieß sie noch gleich? Eisenwalder? Genau, Travina Eisenwalder. Den Leuten gefälschte Karten anzudrehen ist eine Sache, aber einem die Räuber auf den Hals setzen? Dieser Betrügerin sollte man das Handwerk legen. Das kann ich gerne machen, ich schaue nachher nochmal im Hafen vorbei. Jetzt wo ihr es sagt, werde ich mir diese Dame mal vorknöpfen. Ach, Ivo, bestimmt nur ein Zufall. Gehabt euch wohl. Das ging gerade nochmal gut. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ihr uns nicht zur Hilfe geeilt wärt. Und das alles nur wegen so einer dummen Schatzkarte. Ach, das kann schon mal passieren. Wegen genau so einer Schatzkarte kam auch ich hierher. Ihr habt eure nicht zufällig von einer sonderbaren Kartensammlerin? Aber ja. Mir schwante, dass es keine richtige Schatzkarte sein würde. Ich glaubte aber, es könnte trotzdem ein lustiger Zeitvertreib sein. Mit einem Überfall hätte ich doch nie gerechnet. Übrigens, gern geschehen, dass ich euch gerettet habe. Na, diese Kartenhändlerin will ich mir mal vorknüpfen. Also, ja. Diese Räuber, ne? Das geht ja mal gar nicht. Wie kann man nur unschuldige Menschen ausrauben? Die kommen dafür doch in die Hölle, wenn man sowas macht. Also, ich, ne? Ich als ehrbarer Bürger, ich würde so etwas nie tun. Ich bin viel zu gutmütig für sowas. Macht's gut, ne? Hier kann man trotzdem nicht zufällig noch irgendwas machen. Wer ist das denn? Ein Holzfäller. Hatten wir mit dem schon mal geredet? Da war doch irgendwas, oder? Heda, ihr wisst nicht zufällig, wo ich hier draußen meine Axt wetzen könnte? Sie ist vollkommen stumpf geworden. Ich glaube, ich habe noch Wetzsteine dabei. Es gibt hier weit und breit keinen Schmied. Mit einem Grundwissen an Schmiedekunst und einem Schleifstein könnte man das bestimmt auch rasch selbst erledigen, aber ich verstehe mich nur aufs Acken.
Ja, kannst du bei Microsoft anfangen. Ich glaube, die suchen noch jemanden, der für die Hacken zuständig ist. Schmieden, Vorkrim, reicht mir eure Axt. Ich werde sie für euch wetzen. Ich wollte gerade sagen, wir haben niemanden mit Schmieden dabei, aber anscheinend schon. Danke vielmals. Endlich kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Lebt wohl. Bitte, gern geschehen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich kann jetzt nicht. Was? Boah, aber, ne, hast du das von den Räubern mitbekommen? Der will den riesen Baum fällen. Ist bestimmt eine super Idee. Ach, schade. Ich kann jetzt nicht. Na dann, hauste rein, ne? Wo ich auch reinhauen werde, ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, nehme ich noch eine Folge auf oder beende ich die Aufnahme auch gleich? Weil wenn ich die Aufnahme beenden würde, dann würde ich ja in die Aufnahmetaste reinhauen. Bestes Tor aller Zeiten. Auf jeden Fall beende ich die Folge und wünsche euch eine gute Nacht. Und ja, wenn euch eine Schatzkarte angedreht wird, ne, passt auf, das könnte nämlich eine Falle sein. Und esst was Schönes. Bis dann.